Herr Lepp, FPÖ-Chef Herbert Kickl hat Kanzler Nehammer mit einem Kamel verglichen. Welche Ähnlichkeit soll es denn da geben? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Sie haben Wiens Bürgermeister wiederum als Räuber Rathausplatz betitelt, also sind ja um Vergleiche nicht sonderlich verlegen. Ich würde Ihnen gerne ein paar Namen aufzählen und Sie sagen mir, was Ihnen sofort dazu einfällt. Andreas Fabler. Das ist eine große Enttäuschung. Heinz-Christian Strache. Ebenso. Karin Kneißl. Lebt jetzt im Ausland. Alexander van der Bellen. Wird wohl Demokratie lernen müssen und Herbert Kickl angeloben. Ernst Nevrivi. Ja, der Kaiser am Roten Meer. Armin Wolf. Ein guter Teleprompter-Ableser. Taliban. Brauche ich nicht. Winnetou. Chatterhand. Wladimir Putin. Angriffskrieger. Volodymyr Zelensky. Panama Papers. Alma Sadic. Justizministerin. Ursula von der Leyen. Bald nicht mehr im Amt. Karl Mara. Ebenso. WKStA, also die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Teil der Justiz. Udo Landbauer. Ein ausgezeichneter Landeshauptmann-Stellvertreter. Herbert Kickl. Wird Bundeskanzler und Volkskanzler.